Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen, aber umso feineren Magazins Fotomove. Und heute tatsächlich, naja, in der Live-Version, das ist ja öfter, aber in der Gesprächsversion. Denn ich habe heute einen Gast, wie ihr schon am Bild erkennen könnt, nicht leibhaftig neben mir, aber in der Leitung. Ich werde mich heute unterhalten mit der bezaubernden und hervorragend guten, talentierten Malerin Claudia Karg. Ich glaube, das ist auch für euch ein Erlebnis. Wir werden über ihren Werdegang reden, wir werden darüber reden, wie sie malt, was sie malt. Ich freue mich vor allen Dingen darauf, auch mit ihr darüber zu sprechen, warum sie so malt und was sich vielleicht ein Stück weit dahinter verbirgt. Beginnen wollen wir aber gleich mit einem Thema, das ich in den letzten Folgen relativ häufig angesprochen habe, nämlich der Fotowettbewerb zu Shoot, 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 an dem ja einige von euch auch teilgenommen haben, wie ich weiß. Ich war in der Jury, ich hätte euch ja selbstverständlich zumindest gegen größere Bestechungsgeschenke auch nach vorne gelobt, aber solche Jurys, so laufen die nicht. Die Fotos, die dort lagen und dieser waren natürlich nicht mit Namen versehen. Das heißt, ich musste da ganz, ganz fair bleiben und in Wirklichkeit bin ich das ja auch gerne geblieben. Ich stelle euch gleich die drei Gewinnerfotos vor und wie schon angekündigt, danach gehen wir in das Gespräch. Ihr könnt euch also auf die heutige Sendung freuen. Shoot, Shoot, Shoot. Die Ausstellung, die momentan in der Ludwig-Galerie im Schloss Oberhausen zu sehen ist, Lebensgefühl der 70er Jahre, Andy Warhols Factory und alle bunten Paradiesvögel, die sich zu dieser Zeit in der High Society, insbesondere in New York, herumgetrieben haben. Ein buntes Kaleidoskop von verschiedenen Fotos, Paparazzi-Fotos, Star-Porträts, also eine Ausstellung, die einen tatsächlich in diese Zeit zurückversetzt. Ihr hört, da steckt auch ein Stück weit Empfehlung für die Ausstellung drin und aus diesem Anlass gab es einen Fotowettbewerb, der das Lebensgefühl der heutigen Zeit widerspiegeln sollte. Ansonsten waren die Voraussetzungen, daran teilzunehmen, sehr weit geöffnet. Vom Profi bis zum Amateurfotografen, vom Jungen bis zur alten Fotografin. Jeder, der wollte, konnte daran teilnehmen. Und wie ich das einschätze, hat auch daran teilgenommen. Wie ich in der Ankündigung schon sagte, ich wusste ja nie, welches Foto zu welcher Art von Fotografen gehörte und ich fand sehr charmant, dass man das auch nicht immer zuordnen konnte. Sehr junge Fotos wurden teilweise von sehr alten Fotografen gemacht und sehr klassische Fotos eben auch von jungen Studentinnen, wie auch immer. Also die Mischung war da sehr, sehr bunt. Nach langer Auswahl, ich glaube, die ist auch das Auswahlgeschehen habe ich auch in einem kleinen Video dokumentiert, das auf meinem Kanal ein paar Folgen hinter dieser dann immer noch zu finden ist. Das könnt ihr euch ja mal anschauen. Gab es dann aber drei Gewinner und in einer sehr schönen Preisverleihung am letzten Sonntag haben diese Gewinner dann ihre Preise bekommen. Ich möchte euch heute die Bilder vorstellen und zwar klicke die Klick. So geht es los mit dem dritten Preis des Wettbewerbs. Es handelt sich um ein Foto von Martin Kerstan aus Dortmund. Der Beitrag heißt Shade. Und ich kann so aus Jury-Sicht sagen, uns hat da vor allen Dingen die Mehrschichtigkeit des Bildes überzeugt. Und zwar eine sehr klare Mehrschichtigkeit. Das heißt, wir sehen im Vordergrund dieses rassismuskritische Buch, das uns da auch so rot entgegenleuchtet. Wir haben dahinter eben eine junge Dame, von der wir vermuten können, dass sie eben auch dunkler Hautfarbe ist.
und sich dahinter versteckt. Da stecken halt Aspekte von sich schämen mit drin, sich hinter etwas verstecken, politisch engagiert sein. Und ich sag mal, Stichwort politisch engagiert sein, ist tatsächlich was auch im Wettbewerb ein bisschen herausragte, beziehungsweise für uns auch mit ausschlaggebend war. Denn ich glaube, die heutigen Zeiten sind einfach sehr politisch und uns hat sehr gefreut, dass da auch etliche Fotografen auf dieses Thema mit eingegangen sind. Kommen wir direkt zum nächsten Bild, den zweiten Platz ist dieses Foto, das mir auch relativ schnell ins Auge gesprungen ist. Ich überlege, wo ich das gesagt habe. Ich habe das auf der Eröffnung der Veranstaltung gesagt, das könnt ihr nicht wissen. Es gab ein sehr, sehr gutes Feld von Fotografien, also sehr viele gute Fotografien, aber ich muss gestehen, dass ich die Gewinnerfotos, also die wir jetzt ausgesucht haben, plus zwei, drei weitere, zwischen denen wir uns entscheiden müssten, dann relativ schnell herauskristallisiert haben. Und dieses Bild, das zweite, war auch von Anfang an sehr weit vorne mit in der Auswahl. Wir sehen diese junge Frau mit den Pokalen im Hintergrund und diesen ja fast sie nach unten ziehenden Medaillen um den Hals, die auch diese strenge Figur trägt. Das hat natürlich so ein bisschen was von Leistungsdrill. Da spielt vielleicht auch der ehemalige Ostblock eine Rolle, in der Anmutung zumindest. Dieses ja etwas laienhaft im Hintergrund gespannte Tuch. Und das wirkt schon so ein bisschen wie so Re Foto aus dem realen Sozialismus. Was davon aber abweicht, ist einfach so ihre Art. Sie scheint, also sie blickt nicht in die Kamera und scheint fast ein bisschen müde zu sein, als hätte man sie jetzt gezwungen, diese ganzen Medaillen und Pokale, die wir hinten sehen, da sich umzuhängen und unter der Last des Leistungsdrucks halt, scheint sie gar nicht mehr die Kraft zu haben, freundlich zu schauen oder in die Kamera zu schauen oder das, was der Fotograf, der imaginäre Fotograf in dem Fall, wirklich von ihr verlangt, dann auch aufrecht zu erhalten. Dazu ganz klassisch gut fotografiert. Ungewöhnliche Bildaufteilung, sie eher im Untergrund und eben dadurch diese Bildwirkung, dass sie stark von diesen Pokalen, von diesem Leistungsdruck eben auch nochmal von oben quasi bedrängt wird. Das war eins der Bilder, das uns sehr gut gefallen hat. Den Namen habe ich, glaube ich, noch gar nicht genannt. Ist der Fotograf, der Zweitplatzierte, ist Tomoya Imamura. Sehr sympathischer junger Mann, den ich da auch kennengelernt habe. Martin Kerstan konnte leider nicht persönlich da sein, aber der Zweitplatzierte war da. Und wir hatten auch schon eine kurze Unterhaltung über moderne Fotografie. Aber dazu komme ich im Anschluss an die Vorstellung der Bilder. Kommen wir nun zum ersten Platz. Ich glaube, da sind natürlich alle drauf gespannt. Und das ist dieses Bild. Der Titel des Werkes ist 78 Cent. Das will ich gar nicht auflösen, in der Hoffnung, dass ich es gemeinsam mit der Fotografin irgendwann auflösen kann. Es ist, hoffe ich spreche das richtig aus, Nicoletta, das ist jetzt nicht so schwer, aber Pungias, Nicoletta Pungias aus Essen, also auch wieder aus der direkten Umgebung. Und Nicoletta ist auch schon etliche Jahre im Bereich, also ist noch, wie ich finde, sehr jung, aber trotzdem auch schon etliche Jahre im Bereich Fotografie unterwegs. Und ja, auch hier hat uns so diese besondere Anmutung, die fast ein bisschen diese analoge Anmutung, dieser direkte Blick, die Unschärfe sehr, sehr angesprochen. Und ja, Feminist as fuck und dieser rote Lippenstift und diese, ja, durchaus eben auch schöne Frau mit den rot geschminkten Lippen, die das dann eben an die Wand schreibt, führt uns natürlich schnell auf diesen schwierigen Spagat und diese schwierige Frage, die man auch immer wieder diskutiert wird, wie im Moment. Also nicht nur MeToo ist ja eine große Frage, sondern auch, wie sieht moderner Feminismus denn aus? Wo sind denn da Grenzen? Wo unterscheidet er sich vielleicht vom klassischen Feminismus? Darf moderner Feminismus eben wie hier bei Feminist as fuck mit Herzchen über den Is daherkommen und auch mit rotem Lippenstift oder eben nicht. Ich gebe das nur zu denken, ist keine Meinungsäußerin, da gibt es einfach verschiedene Sichtweisen und ich will mal so viel vorweg schicken. Der moderne Feminismus gefällt mir sehr gut.
sehr, sehr gut. Und die Frauen, mit denen ich zu tun habe, sind eh alle keine Heimchen am Herd. Und insofern bin ich da sehr pro, aber das kennt ja auch nicht jeder so. Und dieses Bild wirft halt in dem Punkt die richtigen Fragen auf. Also, diese drei Fotos wurden, und das war wirklich nicht leicht, aber wurden von uns eben ausgewählt und prämiert und unter dem großen Applaus der Anwesenden dann eben auch überreicht. Die Preise wurden überreicht und wir hatten Spaß. Ich habe das ja gerade schon angedeutet, dass ich mit dem Kollegen, muss ich ja sagen, weil der studiert, glaube ich, und ist auch beruflich in dem Feld, mit dem Kollegen Imamura auch vor Ort schon gesprochen habe. Und ich würde halt, Kurzfassung, alle drei gerne irgendwann mal hier im Studio haben oder zumindest in der Leitung und mit ihnen nochmal etwas genauer über ihre Arbeit sprechen, aber eben auch über junge Fotografie, denn das ist ein Themenfeld, das viel zu wenig beackert wird und wozu bin ich denn sonst da als Themenfelder zu beackern? Jetzt brauche ich einen Schluck Kaffee, wie immer am Anfang. Weil ich mir erstmal so den Stress von der Seele geredet habe und jetzt quasi langsam ankomme. Ja, beim Thema werden wir dann schon nämlich ins Studio einladen. Ich hatte es schon angekündigt, heute werden wir ein Gespräch führen oder werden wir, also ich bin ja nicht schizophren, also werde ich ein Gespräch führen mit der, wie ich finde, und das ist nicht ein hohles Kompliment, sondern sie weiß, dass ich das auch so meine, mit der wirklich fantastischen und herausragenden jungen Malerin Claudia Karg, deren Bild ich jetzt auch mal einblende und von der ich hoffe, dass sie immer noch in der Leitung ist. Hallo Claudia. Hallo. Ja. Vielen Super. Dank für deine Einladung, lieber Axel. Ja, aber sehr gerne doch. Wir haben uns, glaube ich, und das sind so die Segen des Internet, tatsächlich über Facebook irgendwann mal kennengelernt, oder? Ja, ganz genau. Ja, ich glaube, deine Bilder sind mir irgendwann aufgefallen und dann haben wir uns so, wie das so ist, so liken und schreiben und so kam das irgendwie, ne? Ja, das kannst du eher sagen. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Ich behaupte, dass das so war. Ja, das war tatsächlich so. Und das offenbart natürlich jetzt auch schon so ein bisschen, ich war so quasi Fan vom ersten Moment an. Das ist schön. Wer deine Bilder nicht kennt, ich werde jetzt mal so eine Dia-Show irgendwie abfahren, während du sprichst vielleicht, dass man mal, dass alle mal so einen Eindruck bekommen, wie du arbeitest. Du hast mir ganz viele Bilder zur Verfügung gestellt. Das Erste, was einem, glaube ich, so auffällt und was jetzt auch so der Laie, der nicht viel mit Kunst zu tun hat, sieht, Fotorealismus. So, wie kommst du denn dazu, dass du, ich meine, viele junge Maler arbeiten eher abstrakt oder was weiß ich, was sie machen. Wie kommst du dazu, fotorealistisch zu arbeiten? Ich habe, seit ich Kind war, immer nur Menschen gezeichnet und habe eigentlich mit Zeichnungen eben angefangen und bin dann später erst, also ungefähr vor 6 Jahren, habe dann mit Malerei angefangen und ich weiß nicht, also ich habe nie was wirklich mit abstrakter Malerei anfangen können. Also schon theoretisch und thematisch, aber jetzt nicht so, dass ich es selbst eben malen würde. Und mich haben eben immer Menschen fasziniert und durch meine Biografie war es dann eben auch zwangsläufig so, dass ich damit eben angefangen habe. Okay. Also durch die Zeichnung zur Malerei gelangt und hab eben nichts anderes gemacht immer. Wie muss ich mir das, du bist sowas, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich mal so Teilautodidaktin. Also du hast schon Kunst studiert. Also ich aber auf Lehramt, also Kunst und Geschichte auf Lehramt und da hatte ich nicht wirklich viel Praxis. Und wenn es um die Praxis ging, dann haben die eigentlich alle immer gesagt, dass sie mir nicht mehr wirklich viel beibringen können. Und ja, ich war eben nicht auf einer Kunstakademie, da hätte es bestimmt nochmal ganz anders ausgesehen. Ja. Aber ich hatte eine sehr, sehr coole Dozentin, die mit der habe ich auch immer noch ganz guten Kontakt. Und die hat mich schön gefördert, also im theoretischen Sinne. Und Theorie, klar, hat man da viel gelernt, aber Praxis eben nicht viel.
Wann war dir denn so klar? Also es gibt ja, ich weiß, dass das gar nicht so dein Hauptaspekt ist, aber ich will damit anfangen. Ja. Wann hast du denn für dich so gemerkt, Scheiße, was ich da zeichne und male, das ist wirklich besser als das, was die anderen Kinder können? ziemlich früh, glaube ich. Schon im Kindergarten wurde immer gesagt, dass ich das ganz toll kann. Und das war eigentlich auch immer so das ja, Einzige, was man mir als positiv angerechnet hat. Und von daher habe ich mich natürlich dann da auch bestätigt gefühlt. Und in der Schulzeit ging es natürlich dann eben ja, weiter und habe Einser bekommen und so für meine Bilder. Und in der Oberstufe war es dann ein bisschen paradox, weil die Lehrerin konnte mich nicht leiden und da habe ich nicht so gute Noten abgestaubt, aber in der Uni war es dann wieder sehr gut. Okay. Du hast es jetzt schon zwei, dreimal, glaube ich, in der kurzen Zeit, die wir jetzt sprechen, schon angedeutet. Du hast es nicht immer ganz leicht gehabt im Leben. Ja. Und Malerei war, und das ist jetzt vielleicht so die spannende Frage, war Malerei dann für dich so das Erschaffen einer neuen Welt, also das Zeichnen, Ja. oder auch eben, das ist was, was ich kann, wo ich auch Zuspruch für bekomme? Wie war das so? Sowohl als auch. Also ich habe das Zeichnen dazu genutzt, um eben so ein bisschen zu entfliehen, mich da in eine andere Welt eben zu begeben. Und mit der Malerei hat sich das noch vertieft. Also ich habe vorher, bevor ich mit der Malerei angefangen habe, immer nur gezeichnet, wie gesagt, und habe mich eigentlich schon fast dagegen gewehrt zu malen. Also mir haben alle gesagt, ich soll anfangen zu malen und so. Und ich wollte das gar nicht. Und irgendwann bin ich selbst dazu gekommen, als ich eben in der Oberstufe war, dann andere Künstler kennengelernt habe. Also natürlich nicht mehr lebende Künstler aus der Kunsthistorie. Und ja, da war es dann eben so, dass ich da irgendwie so den Einstieg gefunden habe und mir das eben selbst angeeignet habe. Also das ist schon, ich meine, wir haben so im Vorgespräch auch uns ja schon so ein bisschen unterhalten und gesagt, viele bleiben halt so an der Oberfläche kleben und sagen, naja, es ist halt total geil gemalt und schauen dann vielleicht nicht mehr so hinter das, so was die Bilder eigentlich aussagen. Aber gerade jetzt in der Sendung muss ich es einfach mal sagen, es ist aber auch einfach geil gemalt. So, Danke. also es ist auch einfach, und das finde ich ja auch, in meinem Beruf kenne ich habe ja auch einen Beruf, oder meine Fotografie hat ja auch eben diesen technischen Aspekt, den man eben beherrschen muss. Und das muss ich ja neidlos anerkennen, ist in der Fotografie, in der Malerei ja auch nochmal schwieriger, so, weil es eben auch wirklich Handarbeit ist. Wie gehst du denn da praktisch vor? Arbeitest du mit Fotovorlagen oder wie Ja, kommst du ja. denn? Also entweder ich sehe zum Beispiel einen Film und mir gefallen Ausschnitte davon, dann übernehme ich das ganz gern, so habe ich auch angefangen. Mittlerweile mache ich auch ganz viele Fotos selbst und dann arbeite ich eben nach den Fotografien, die ich gemacht habe. Und meistens ist es eben so, dass ich dann viel noch daran verändere, dass eben, ja, zu einer bestimmten Aussage kommt und gewisse Aspekte eben nicht darin vorkommen. Also beispielsweise lasse ich Accessoires wie Ringe oder Uhren oder was weiß ich was, wenn es jetzt um Handy geht oder sowas weg, wenn es nichts mit dem Thema zu tun hat, das mich interessiert. Oder ich lasse Hintergründe weg und wenn es mir wichtig ist, nehme ich eben Hintergründe dazu. Also beziehungsweise mal die Hintergründe dann. Ja. Das ist ja schön, wenn man die so einfach dazu nehmen könnte. Da müsstest du Fotograf werden. Bei mir geht das, aber du Naja, musst ich ja habe auch auch wirklich schon, malen. also ich male auch Hintergründe, die gar nicht da sind und bastel mir die eben zusammen. Okay. Ja. Okay. Was mir auffällt, wenn ich deine Bilder quasi als Fotograf betrachte, und das finde ich beneidenswert, jetzt unabhängig ob Malerei oder Foto, immer so unglaublich emotionale Momente erwischt. Sind das die Fotos, die du selber machst, Nee, oder nicht immer.
Weil es sind Tränen oder auch so kleine Gesten, die man eigentlich nicht macht, wenn man bewusst fotografiert wird. Dann stellt sich jeder in so eine Pose und schaut nicht so. Das sind so Verzweiflungen, Ganz erkennt genau. man. Wie findest du das? Wie findest du die? Oder. Das sind oft Fotografien oder Filmstills. Also ich schaue einen Film, heiz dann an einer bestimmten Szene an. Also es hört sich zwar jetzt einfach an, aber manchmal ist es wirklich tricky, dass du dann wirklich, was weiß ich, eine halbe Stunde da sitzt und musst dann gucken, dass du genau diese Szene erreichst. Und das ist meistens aus Filmen, weil ich ja keine, also zumindest bei den meisten Modellen ist es ziemlich schwierig, denen zu sagen, okay, schau mal so und so. Außerdem möchtest du es eigentlich auch gar nicht beim Fotografieren selbst. Also schaue ich eben, dass ich es aus Filmen rausfilter. Und Schauspieler, Professionelle können das natürlich viel besser als jetzt Modelle, die eben mal Modell stehen oder die ich eben dazu veranlasse, irgendwelche Bewegungen zu machen. Neben den Personen arbeitest du, finde ich, mit so einer unglaublichen Symbolik. Natürlich, Licht spielt eine Rolle, aber da bin ich fast jetzt auch einfach neugierig. Aber es geht auch oft, sind es irgendwelche so Schlamm oder Öl, was auch immer das ist, spielt oft so eine Rolle. Oder kenne ich einige Bilder von dir? Oder diese zerbrochene Bambi-Figur. Also, es ist deine Symbolik. Für dich immer so ganz klar, du hast so, ich weiß nicht, wie gehst du vor? Hast du so einen Zettel, so das ist das Symbol, das ist das, oder geht das auch bei dir Nee, komplett das. emotional? Das hat mit meinen emotionalen Zuständen zu tun. Also ich habe, um mal ganz offen zu sein, Borderline und eine Bitte? komplexe posttraumatische Belastungsstörung und Borderline. Ja. Um das jetzt zu erklären, wenn das nicht zu weit gefasst, aber das hat damit zu tun, dass zum Beispiel Hintergründe sind bei mir oft dunkel oder sehr, sehr grell. Ja. Oder wenn es eben, was weiß ich, ziemlich golden oder warm gehalten ist, dann hat es schon eher eine positivere Bedeutung. Bei grellen hat es eher soll es eher den Zustand aufgreifen, dass es für mich belastend ist. Also natürlich in den Bildern dargestellt und was du gerade angesprochen hattest mit dem Schlamm. Ja. Da habe ich eine Serie gemacht, jetzt muss ich mal gerade gucken, sehr 11, also komme ich manchmal auch ein bisschen durcheinander, weil Ich ich bin, manche wenn ich dich kurz Bilder nehme. unterbrechen darf, da bin ich wirklich froh, weil du hast mir viele Bilder geschickt und ich bin auch ein bisschen panisch geworden, weil ich auch durcheinander kam. Ich bin froh zu hören, dass du auch durcheinander kommst. Ja, so ist es halt. Ja. Also es ist eine Serie aus 6 Bildern, das nenne ich geschlossene Serie. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das irgendjemand vorher schon mal so benannt hat. Für mich gibt es offene Serien in meiner Malerei und geschlossene. Bei offenen Serien ist es so, dass es zwar schon ein bestimmtes Thema aufgreift, aber ich kann immer wieder ein Bild hinzufügen und es würde nicht den Rahmen sprengen. Bei geschlossenen Serien, da arbeite ich meistens, also mittlerweile, vielleicht sieht es irgendwann anders aus, mit 6 Bildern und die bilden dann praktisch ein Gesamtwerk. Also da könnte ich kein Bild rausnehmen, dann wäre das ganze Werk eben nicht mehr vorhanden. Und da gibt es eine Serie, eben die Serie 11, wie gesagt, die fasst das Thema Dissoziation auf. Also wem das nicht sagt, das ist so die Abspaltung, eine Bewältigungs- oder Überlebensstrategie und dass man sich in den Momenten nicht spürt, weil man eben versucht, in den Momenten zu überleben. Also hat mit posttraumatischer Belastungsstörung oder eben komplexer posttraumatischer Belastungsstörung zu tun. Und das sind Ereignisse, die man erlebt hat und die so schlimm waren, dass man die irgendwie verarbeiten muss. Und die kommen eben im Alltag eigentlich jeden Tag auf mich zu. Und ich versuche da irgendwie mit klarzukommen. Manchmal kann ich sagen, okay, es hat den und den Hintergrund und oft eben auch nicht. Also mit den Lichteinfällen zum Beispiel, diesen grellen Lichtern und so, da weiß ich überhaupt gar nicht, was ich damit verbinden soll. Ich habe zwar schon Ahnung, was sein könnte, aber kann ich sagen, dass es auch wirklich passiert sein würde, könnte.
Also ist Malen für dich auch immer ein Stück weit Selbsttherapie, denke Ja, ich mal. definitiv. Auch praktische Bewältigung vielleicht. Ist jetzt Ja. vielleicht eine blöde Frage, gibt es eine Rückwirkung? Also wenn du irgendwas malst, wenn du Ja. selber etwas malst, das dich triggert dich das dann, oder? Das kommt immer drauf an. Also Also. wenn du dein eigenes Bild anschaust, denkst du, ah, oh, oder? Nee. Also meine ganze Wohnung hängt voll mit den Bildern. Manchmal frage ich mich auch bei meinen Kindern, ob das irgendwie eine negative Einwirkung auf die hat. Denke ich eher nicht, aber weil die ja damit aufgewachsen sind. Aber ich sehe das gar nicht mehr so, Ja. weil ich damit praktisch abgeschlossen habe. Für mich steht es dann so. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Also ist es vielleicht auch dadurch dann draußen quasi und du kannst damit Genau. spielen, wie man so sagt. Ja. Also du kannst es dann von außen betrachten und damit arbeiten. Ja, genau. Cool. Also ich habe zum Beispiel meinen Vater oder meinen Onkel dreimal bisher, meinen Vater nur einmal gemalt und da kamen viele, viele Sachen hoch. Das ist mir auch echt schwer gefallen, das zu malen. Aber durch diesen Malprozess ist mir dann einiges klar geworden und kann ich ganz anders mit umgehen und ich sehe die Person auch schon anders, als ich sie vorher gesehen habe. Ja. Ja, also zum Beispiel von meinem Onkel hatte ich früher ziemliche Angst und Ja. das kann ich jetzt anders sehen. Okay. Ja. Also vielleicht, wir sind direkt so eingestiegen, aber ich finde ganz bewundernswert und auch wichtig, tatsächlich auch wichtig, dass du so offen darüber redest, auch über deine Motivation. Und du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass du es vielleicht so ein bisschen sogar als deine Aufgabe siehst oder so den Wunsch hast, mit seelischen Erkrankungen offen umzugehen, damit die Leute sich auch nicht so alleine fühlen, weil Ganz jeder genau, Dritte ja. oder so hat irgendwas. Das ist ja gar nicht so selten, Eben. ne? Ja. Ja, vor allen Dingen kannst du ja jeden treffen. Ja. Also es kann irgendwas passieren, nennen wir mal eine Naturkatastrophe oder so. Und dann hat jemand möglicherweise, muss nicht immer so sein, aber könnte jemand eine posttraumatische Belastungsstörung Ja. entwickeln. Und von daher kann sich da eigentlich niemand ausnehmen. Ja, das stimmt. Und Ja, klar. ich finde es, also bevor ich diese Diagnosen habe, also natürlich ist auch manches ganz anders als bei anderen, aber es ist ja schon irgendwo so eine Kategorie. Und bevor ich das wusste, bin ich immer davon ausgegangen, ich habe Depressionen, weil ich das eben so von meiner Mutter her kannte. Die hat wahrscheinlich auch sehr viel mehr als sie eben weiß, aber ich habe von ihr immer nur Depressionen gehört und habe mich da identifizieren können, aber auch nicht so wirklich. Also wenn ich mit Leuten drüber geredet habe, die Depressionen hatten, dann ja, hat mir das nicht so wirklich einen Aufschluss gegeben und das war Ja. auch irgendwie immer ganz anders. Also ich habe zwar auch Depressionen, aber in einer ganz anderen Form. Ja. Das ist schwierig zu erklären, so ja, im kurzen Verlauf, aber es äußert sich anders bei mir. Es sind nur so Episoden oder ja, eben depressive Verstimmungen oder eben ganz andere Sachen. Also es spielen so viele Faktoren mit rein, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Naja, was ich dir auch schon gesagt habe, ich finde so angenehm im Gespräch mit dir und auch im Vorgespräch so angenehm, dass du da trotzdem ja auch, du bist ja trotzdem jemand, der jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt und auch Nee. fast humorvoll eben damit auch umgehen kann und auch lachen kann. Ich finde, deswegen macht das ja auch ein bisschen Hoffnung. Also ich meine, solche, was auch immer, Krankheiten, Störungen, die sind da und ich persönlich glaube, so richtig, da muss man halt irgendwann mit umgehen lernen. So richtig Ja, verschwinden werden sie genau. wahrscheinlich nie. Aber das zeigt ja, dass es Möglichkeiten gibt, eben auch Ja. der Verarbeitung. Und da freue ich mich für dich ganz persönlich eben auch, dass du durch die Malerei eben auch für dich dieses Handwerkszeug dazu gefunden hast. Aber das ist es ja nicht nur. Ich meine, du könntest ja jetzt auch einfach schlechte Sonnenblumen malen oder so. Du bist ja eben tatsächlich du, oder so. Du bist ja definitiv eben auch wirklich eine beeindruckende Malerin. Und jetzt will ich hier meine eigene Sensibilität nicht loben. Das steht einem nicht so, Selbstlob. Aber ich finde das
dass die, dass da so eine Bitternis drin ist und auch teilweise Abgründe in deinen Bildern, springt mich persönlich eben auch an, schon allein durch die Verzweiflung, auch in manchen Gesichtsausdrücken, durch merkwürdige Dinge, die man zu sehen glaubt, aber eigentlich gar nicht auf dem Bild sind. So, das ist Ja. mir öfter aufgefallen, dass man irgendwie denkt, da ist doch das, und dann schaut man genau hin und dann ist da vielleicht auch nur Leere oder nur Schatten oder die Geschichte, die erzählt wird, nimmt dann eine Wendung, von der man, oder dieses Öl zum Beispiel, das natürlich jetzt in deiner Erklärung irgendwie relativ klar ist, warum du es einsetzt, aber das sieht toll gemalt aus und man schaut Ja, sich das um an. das noch vielleicht Ja. aufzugreifen, ja, Öl, das sieht ein bisschen nach Öl aus, ist Matsch, also Schlamm, keine sowas, Ahnung, ne? wie man es nennt, ja. Und also die Serie handelt davon, eben mit Dissoziationen umzugehen und indem man sich nicht spürt in Momenten. Und ich versuche dann eben immer rauszukommen, indem ich irgendwas tue, was mich dazu veranlasst, mich wieder zu spüren. Ja. Und dieser Matsch, diese Haptik und ja, Kälte vielleicht auch oder so, ja, schwierig zu erklären, veranlasst mich dann eben wieder dazu, meinen Körper überhaupt wahrzunehmen. Also Okay. aus diesem Zustand rauszukommen, Okay. zumindest teilweise. Ich zeige jetzt mal, du kannst leider durch die Technik, die ich hier gerade heute Nee. habe, das nicht sehen, aber ich habe diese Sechser-Serie von dir hier eben auch noch. Ich schalte mal auf einen anderen Bildschirm um, dass man das so weit eben auch besser sehen kann. Dann mache ich nämlich meine einfache Bildbearbeitung auf. Die Dia-Show ist nämlich, ich bringe dich mal aufs Laufende, was hier zu sehen ist. Die Dia-Show ist jetzt durchgelaufen und jetzt kann man eben sich auch einzelne Bilder in der Vergrößerung anschauen, damit alle die, ich muss nur die richtige Tastatur benutzen, dann funktioniert das auch. Dann können sich alle, das ist, glaube ich, die Serie, von der du sprachst, auf der eine Frau, ich beschreibe mal, weil ich die Nummer nicht weiß, auf der jetzt eine Frau gerade in einem roten Mantel von hinten zu sehen ist. Ja, Und dann so genau, ein ja. starker Griff in, Also ja. es fängt an mit dieser Frau, die ziemlich ins Leere schaut, wo Genau. man nur so einen Gesichtsausschnitt sieht, ja. Ja. Und dann Genau. dieser Griff und dann, da ist aber eine Uhr drauf. Du hast eben gesagt, da du das Ja, Accessoire genau. weglässt, Und ja. da deswegen, also ich mal wirklich Accessoires oder Hintergründe nur, wenn sie eine Bedeutung haben. Das mit der Uhr habe ich deswegen gemalt, weil ich in diesen Zuständen mich immer frage, also ich bin ja nicht ganz abgeschnitten von der Welt und kann schon noch ein bisschen denken. Okay. Und da habe ich immer so das Gefühl, wann hört es denn jetzt mal auf? Wann ist es denn vorbei? Und das geht wirklich über Stunden hinweg, wenn nicht sogar Tage. Okay. Deswegen die Uhr, um mich daran zu erinnern, es hört auch wieder auf. Also man muss bei dir auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass du unbedacht irgendetwas in deine Bilder Nein, gar nicht, überhaupt reinmalst, nicht. Ich ne? plane alles bis zum kleinsten Detail. Okay. Also ich verändere sogar irgendwelche Farben von Stoffen oder so, um dann halt eben meine Bedeutung, meine Interpretation dann einzufügen. Dieser Prozess des Bedeutung hinzufügen, der geht aber auch nicht über den Kopf, also planen vielleicht über den Kopf, aber das ist schon, probierst du das aus? Also du malst ein Kleid Ja, in schon. Rot und denkst dann, nee, das wirkt nicht, wie Nee, ich nee, 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 wollte, nee. oder? Also ja, selten. Also ich plane das vorher. Ziemlich genau. Bevor ich es überhaupt zeichne, überlege ich mir, was ich da mache. Okay. Ich tippe hier gerade einfach durch. Ich habe die Serie jetzt, während wir geredet haben, so langsam einfach manuell hier mit der Hand so durchgetippt. Und danach ist dann in der Show die mit dem zerbrochenen Bambi. Die finde ich ja auch extrem spannend. Danke. Ja, das ist der Erlkönig, wenn das jemandem was sagt, vielleicht von der Schule her. Viele kennen da nur diesen ersten Part, der Ja, reitet durch Nacht und Nebel und genau, so. ja. Und der Erlkönig beschreibt, wie der Vater mit seinem Kind durch die Nacht reitet. Der hat irgendwie Halluzinationen und so und träumt von diesem Erlkönig, der ihn eben in seinen Traum dann angreift oder beziehungsweise ihm verspricht, eben Versprechungen macht und Ja. Es geht eigentlich darum, dass dieser Sohn vergewaltigt wird und
sein letzter Satz ist auch, dass, also er spricht die ganze Zeit eigentlich im Präsens, Goethe, und am Ende fällt er dann in die Vergangenheit. Also das Kind war tot, heißt, dass das Kind als Kind tot ist, nicht, dass die Person tot ist. Ja. Also das Kind hat seine Unschuld verloren, indem es eben vergewaltigt wurde. Also ich kann dir jetzt Und sagen, dass das deswegen die Unschuld, das Reh verkörpert ja so eine gewisse Unschuld. Noch ja. dazu ist es ja ein Porzellanreh und ist zerbrechlich. Und deswegen habe ich eben dieses Reh dann am Ende zerbrechen lassen. Also bei dem Reh, also ich schwöre dir, während du das jetzt erzählt hast, habe ich diese Bilder durchgetippt und dadurch die Serie auch nochmal mit ganz anderen. Aber mir ist es gerade eiskalten Rücken runtergelaufen. Schön. Danke. Das war aber schön, ja. Was ich da, dabei noch spannend fand, vielleicht nur so als meine Assoziation, aber die passt, glaube ich, ganz gut. Dieses Reh, das ja so für Unschuld steht, wie du sagst. Das ist aber auch noch so ein komisches Reh, so eine Nippesfigur letzten Endes, die ich auch noch sehr, die ich persönlich sehr assoziiere mit so einer spießigen Heimeligkeit, Ganz genau, und das soll so die von Gesellschaft früher. Ja. mehr symbolisieren. Ja, wunderbar. Die Ja. Leid, wie wir bei uns sagen. Delight. Okay. Ja, Leute. Huiuiuiuiuiui. Ja, eiskalte Dinge, die mich hier erwischen. Ja, und was ich noch zu dem Erlkönig sagen wollte, was mir durch deinen Kommentar gerade wieder eingefallen ist, Ja. dass der Vater, der mit dem Kind spricht und es versucht zu beruhigen und so, und da irgendwie ganz falsch drauf eingeht, dem versucht eben einzureden, dass es nicht so ist, der thematisiert die Gesellschaft. Okay. Dass Leute, die traumatisiert sind oder eben irgendwas Schlimmes passiert ist, dass die meisten Menschen, die nicht wissen, also es ist ja noch nicht mal eine Urteilung, weil die wissen es halt nicht besser. Die wissen Ja. nicht, wie man darauf eingeht. Ja. Auf Leute, denen eben was sehr Schlimmes zugestoßen ist und dass die eben ganz anders fühlen als Leute, denen es eben nicht zugestoßen ist. Ja. Ja. Wir bräuchten, glaube ich, 6 Stunden, um zu reden. Ich könnte dich jetzt eigentlich zu jedem einzelnen Bild fragen, so viel Zeit haben wir nicht. Ich nutze jetzt aber einfach mal ganz egoistisch die Gelegenheit, Mach ein doch. Bild, dich mal zu einem Bild zu fragen, weil es, ich glaube, auch eins der ersten ist, die ich von dir gesehen habe, das mich sehr angezogen hat. Vielleicht findest du das jetzt ganz verrückt und findest andere irgendwie wichtiger. Aber es ist das Bild. Ich weiß nicht, ob man hier einen Titel sehen kann, auf dem ein Herr mittleren Alters mit einem weißen T-Shirt und einer Jogginghose einfach so in der Gegend rumsteht und hinter ihm ist ein Schatten zu sehen. Das ist mein Onkel. Okay. Und das habe ich eben, als du sagtest, ich musste auch meinen Onkel dann mal malen und darüber, über mir, vor dem hatte ich Angst und da. Musste nicht, sondern möchte und Okay. wollte. Okay. Ja, für, wichtiger Unterschied. Ja. Unglaubliches Bild. Das habe auch in dem. Wo ist das her? Ist das einfach ein Bild, das dein Onkel zufällig von sich mal gemacht hatte, oder? Ich habe mit dem ausgemacht, dass ich ihn gern fotografieren würde. Okay. Und er ist ein Typ, der ja sich gerne fotografieren lässt. Und ich habe ihn dann einfach eben mal machen lassen. Habe zwar gesagt, du könntest mal dies und das machen, aber eigentlich nutze ich immer die Momente, in denen er nicht drauf gefasst ist, oder in denen eigentlich die Leute nicht drauf gefasst sind, die Ja. ich eben gerade fotografiere. In den Momenten, ja, in denen sie sich eben versuchen, nicht darzustellen, dann zu fotografieren und die Bilder dann zu nutzen. Und das sind dann eher halt eben Schnappschüsse. Da war es mir wichtig, bei dem Bild, ihn von oben herabblicken zu lassen, eben diese Angst, die ich vor ihm hatte, Sehr gut zu gelungen. thematisieren. Außerdem ihn in seinen typischen Outfit darzustellen und noch so einen gewissen schwarzen Humor eben beizufügen, weil ich ihn eben jetzt
schon durch eine andere Brille sehe. Und Ja. diese Schlappen sieht man ja auch ganz gut. Ja. fragt man sich, warum, was das soll. Und Ja, das ist genau das, was an dem Bild, glaube ich, auch so auffällt, dass er so eine sehr coole und lässige Haltung hat, von oben herabguckt. Und wenn der jetzt in anderem Setting wäre, andere Klamotten an hätte, würde man genau das sagen, was für ein arroganter Typ der irgendwie Türsteher ist, was weiß ich, keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Und dann muss man nur so an ihm runtergucken und denkt so, ja, aber die Schlappen, die du da hast, die machen dich aber verdammt uncool. Und das stimmt, da ist auch so ein humoriger Moment drin. Ja. Ist jetzt, Ja, muss außerdem auch was, was vielleicht uns Deutsche oder zumindest aus dem Raum hier eben so ein bisschen ausmacht zu Hause, diese Schlappen, Ich lebe im die man so Ruhrgebiet. trägt. Kein Schlappen kann mich irgendwie schocken. Also Schlappen sind hier sehr beliebt und Jogginghosen. Also Ja. insofern, nein, nein, Ein das ist Kulturgut. aber ein deutschlandweites Kulturgut, auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall. Musst du jetzt gar nicht beantworten, aber hat er das Bild gesehen und wie, wenn Ja, ja, der fand es wie toll. findet er es? Ja? Der fand Versteht es er den toll. Twist und den Humor? Also ist er. Ich glaube nicht. Okay. Er Okay. sieht sich. Alles klar. Ja, verstehe ich. Ach, guck mal, jetzt sind wir schon so lange dabei. Ich hatte dir vorher gesagt, ich würde irgendwann unhöflich abbrechen. Ich möchte aber Ja. trotzdem noch, ich möchte jetzt so schnell nicht unhöflich werden, weil ich noch auf ein Bild dann doch zu sprechen kommen möchte. Reißt jetzt vielleicht sogar ein bisschen aus, aber das ist die Venus. Die kann ich dann, wenn wir darüber reden, eben auch einblenden. Ein. Ja, tatsächlich relativ umstrittenes Bild von dir. Allerdings, ja. Ja, und ich fände es schön, du hast mir gesagt, dass es richtig Anfeindungen wegen des Bildes gab, wenn du da was zu sagen könntest. Ja, die haben mich teilweise dafür beleidigt, wie ich sowas meinen kann. Ich habe das gemalt, weil ja, es eben thematisch eben zu, also beziehungsweise autobiografisch ist. Ich wurde als Kind, oder zumindest denke ich das, und mit 14 eben sexuell missbraucht. Und versucht darin, in meinen Bildern halt immer wieder einzugehen. Und die Venus steht also in einer zerbrochenen Sandkastenschale für Kleinkinder. Die ist zerbrochen. Also die Muschel steht ja immer für Weiblichkeit. Also die zerbrochene Weiblichkeit ist angelehnt an ein Bild von Botticelli. Kennen ja wahrscheinlich viele. Wurde auch immer wieder aufgegriffen von anderen Künstlern. Und die klassische Venus ist eben so der Wunsch der Männer in Bezug auf die ja, weibliche Schönheit oder Erotik. Und ja, idealisiert die Frau, also bildet ein Idealbild eben von der Frau, Ja. was viele Frauen wahrscheinlich ja, ablehnen würden, weil es ja, manchen vielleicht nicht so schmeichelhaft ist, also so ein eher Idealbild eben zu haben. Und durch die Darstellung von einem Kind wird dieses Ideal eben ab absurdum geführt Ja. und hat eben so eine provokative gesellschaftskritische ja, Aussage Ja. und soll den Betrachter eben dazu veranlassen, dieses Idealbild und Konstrukt eben ja, nochmal zu überdenken. Auf jeden Und Fall. früher wurde, also beziehungsweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wurde eine Frau auch nicht um ihrer selbst willen eben nackt dargestellt, sondern hat dann eben den Beinamen Venus oder Aphrodite oder sowas bekommen, damit eben daran nicht Anstoß genommen werden konnte. Wenn es Künstler getan haben, war es ziemlich provokativ. Ja. Und jetzt ist es eben umgekehrt der Fall. Also ein junges Mädchen wird nackt in eine Sandschale gestellt und dem gibt man eben den Namen Venus. Und das provoziert ja schon ziemlich viel. Also man ja, interpretiert in die Venus eben Schönheit und Sexualität und Erotik und sowas rein. Und Ja. was bei einem Kind ja eigentlich nicht sein sollte. Ja, was nicht Ja. sein sollte, genau, ja. Es verdeckt seine Scham und also ihre Brustwarzen, obwohl sie ja noch gar nicht wirklich Brustwarzen hat. Ja. Und es führt dem Betrachter praktisch einen Spiegel vor. Also der Betrachter bringt ja bestimmte, ja, Lebens,
Also, weißt du, was ich meine, oder? Ja, 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 ja. seine Geschichte mit rein. Ja, klar. Und er sieht das bestimmt in einer bestimmten Weise, das Bild. Ja, ich finde, das spricht relativ deutlich genau das, was du beschrieben hast. Und ich finde, das strahlt das Bild auch aus. Also das ist so unglaublich wenig sexuell, dieses Bild, dass es gar nicht Ja. weniger sexuell gehen kann. Und ich sag mal, wer so verdreht ist im Kopf, dass ihn eh schon alle nackten Kinder irgendwie anmachen, das wird's geben. Das gibt's halt auf der Welt leider. Und der wird sich da sonst was für Noch Gedanken dazu machen. weiß man ja auch gar nicht, ob Pädophile Ja. überhaupt, also ob die Nacktheit überhaupt brauchen. Kann ja auch sein, dass sie irgendwelche Tütüs geil finden oder so. Es kann sein, dass sie Tütüs oder auch einfach die Machtposition, die sie haben, Genau. oder so einen verrückten Vermischung von selber sich wie ein Kind zu fühlen und Freundschaft zu schließen und das aber sexuell auszuleben, da gibt es ja eine Menge Theorien zu. Aber das ist natürlich schade. Also es ist ja, du bist ja reißt dich ja in eine große Reihe von Künstlern ein. Wir hatten die Linda Schmitz hier zu Gast, von der ich vorher gar nicht wusste, obwohl ich mit der befreundet bin, dass die lange bei Gottfried Hellwein gelebt hat. Und Aha. ja, Ja, den mag ich sehr gerne. das kann ich mir vorstellen, weil der ja auch viel in dieser Art auch gearbeitet hat. Da geht es ja dann auch um Gewalt und Tod. Und er ja auch als Typen total netter ist, der das mit seinen Kindern immer total spielerisch gemacht hat. Die hatten auch immer Bock drauf, Modell zu stehen. Und es ist völlig klasse, was er macht. Aber der hat ja auch gerade deswegen, gerade weil er eben auch Kinder in seinen Bildern zeigt, auch damals schon immer unglaubliche Kritik und Anfeindungen irgendwie bekommen. Ja. Aber da muss ich jetzt mal sagen, scheiß drauf. Es ist, ich hörte, dass du da auch in den sozialen Medien irgendwie Probleme wegen diesem Bild bekommst. Tut mir leid, dann muss ich mir einfach als Statement, dann, die haben eh alle den Arsch offen. Das Ja, ist denke ich auch. unglaublich, was da an Körperfeindlichkeit auf der einen Seite auch passiert. Aber wie eben auch Dinge missverstanden werden, bewusst oder nur festgemacht werden an irgendwelchen Körperlichkeiten. Wobei du ja recht hast, ganz formal betrachtet sehen wir ja gar nichts. Also Eben. das Mädchen bedeckt sich ja schamhaft und ist zudem auch noch gemalt und. Also ja, ich fand das ganz beeindruckend. Ich habe es auch gesehen und dachte, wow, also weil. Und die Message, schön, dass du sie nochmal so erklärt hast, die finde ich, springt einen da ja auch eindeutig an. Und dass das Ja, kein, danke. ja, also. Ja, da zum Beispiel auch wieder der Hintergrund, dieses weiße, fahle, grelle Licht spiegelt eben auch wieder diesen psychischen Zustand wider. Der bei dir negativ ist, ne? Der Druck Ja, bedeutet, oder? natürlich, ja. Das finde ich ein bisschen verrückt, weil ich glaube, bei mir und bei vielen anderen wäre es eher umgekehrt. Was Düsteres ist eben düster und was Helles ist schön. Ja. Ja, eben. Aber ich muss sagen, wenn Menschen, die Ähnliches erfahren haben, meine Bilder betrachten, mit denen kann ich sehr gut darüber reden und die verstehen ganz genau, was ich meine. Okay. Ich habe jetzt. Zumindest bisher, also die, mit denen ich halt eben drüber geredet habe. Möchte jetzt nicht verallgemeinern. Nein, um Himmels Willen, aber ich finde es einfach nur interessant. Also, das ist, und wenn du sagst, dass du noch andere kennst, bei denen das auch so ist, das finde ich spannend. Dann lass doch mal, ach, ich überziehe, ist mir egal. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen weiter geblättert und habe jetzt das Bild für mich, aber das steht ja nicht, steht ja kein Etikett dran. Für mich ist es eine Mutter oder vielleicht ein Engel, der so ein schwarzes Kind, das schläft, irgendwie auf die Stirn küsst. Nur damit du weißt, was ich hier gerade zeige. Und Dann dahinter. müsste es auch eine schwarze Mutter sein. Ja, ich Ja, ist weiß das auch es. eine Ja. schwarze Mutter? Ja, so kann Nein, ich. ja oder nein. Also, Ach so, du meinst ganz nicht immer. geschickt, dann, wenn es ein schwarzes Kind ist, müsste auch eine schwarze Mutter Nee, sein. aufgrund der Schatten. Aber es ist ja im Grunde egal. Es geht ja, Das es stimmt geht ja ja. einfach nur um das Verhältnis von Kind und Mutter. Ja, aber ich komme jetzt Ja. darauf, weil da sich die Frage so schön anschließt. Wenn du sagst, dass Helligkeit, du hast ja auch andere Bilder, da krame ich jetzt nicht nach, in denen so Es wunderbar, wirkt das ja ist ja aber so. jetzt eher wieder heimelig, finde ich. Ja, aber Wenn, das ist ja auch ein hell, ist trotzdem auch so was Helles. Da ja. ist es aber anders für dich. Das ist so ein helles, Ja. das sehen wir dann schon gleich, das ist so wie ein Kerzenlicht oder ein hell, Genau. was positiv Strahlendes. Genau, ja. Okay.
Da bin ich ja Da habe froh. ich auch keine Angst vor. Okay. Ist auch süß. Ja, ist es denn die Mutter in deiner Vorstellung? Ich habe jetzt so spontan Mutter gesagt. Ja, also ich habe zu meiner Mutter keinen Kontakt aus Ja. verschiedenen Gründen, zu meinem Vater eher oberflächlich, aber ich hätte gerne eine Mutter gehabt, die mich geliebt hat, die für mich da gewesen ist, die mir vorgesungen oder vorgelesen hätte. Das hat meine Mutter nie getan. Zumindest für mich da gewesen sein könnte. Und ja, das habe ich eben nie erfahren. Also meine Mutter hat mich wirklich ein einziges Mal in meinem Leben in den Arm genommen. Und ja, ansonsten war das so eher negativ geprägt. Ja. Das ist immer schwer, da was zu sagen. Das kennst du sicher. Ja. Ja, das ist immer so, Mann, Ja. wenn jemandem so schlimme Dinge widerfahren sind, Also das, dann ist immer alles, ja. was man sagt, so trivial. Man kann sagen, oh, ist aber schlimm oder Ja. so, aber es geht schon nah. Und ich finde, das sind Dinge, die deine Bilder auch ausstrahlen. Und so wie ich eben die Gänsehaut bekommen habe, vielleicht ist es wie ein Blitzableiter auch ein bisschen, ohne dass du es weißt. Vielleicht leitet das durch die Bilder. Das ist normal, Ja. Also Okay. das sagt man oft, dass traumatisierte Personen so reden, irgendwie, ja, dass die Gefühle praktisch, die sie vermitteln, auf andere Personen übertragen werden durch die Art, wie die das eben darstellen oder ja, also oder erzählen. Und die Serie, die du gerade angesprochen hast, die ja, thematisiert praktisch den Gegensatz dazu, was ich sonst so mal. Also wie eine Kindheit ablaufen sollte, damit Ja. man eben ein gesundes Selbstbewusstsein aufbauen kann. Jetzt In meinen mache Augen. ich eine etwas unelegante Überleitung. Eigentlich ist die Überleitung elegant, aber die klingt ein bisschen herzlos, weil wir gerade so noch tief drin sind. Aber du bist ja auch selber Mutter und du musst ja auch von irgendwas leben. So. Ja. Das heißt, du bist ja im Prinzip auch Berufskünstlerin und wie ich Genau. weiß, auch in mehreren Ausstellungen, schönen großen auch teilgenommen, was wie ich selber ja schon sehen konnte, auch einen sehr ausgefeilten Katalog. Ja. Und sowas, was wir hier machen, ist ja auch, hoffentlich schaut der eine oder andere zu und lernt dich dadurch auch irgendwie kennen. Du hast mir erzählt, dass du auch eine Patreon-Seite hast. Kannst du sagen, was das überhaupt ist und was das bedeutet? Ja, also bei Patreon kann man monatlich, aber man kann es auch monatlich kündigen, buchen. Ab $2, das ist ja noch nicht mal 2 € im Monat. Dass man eben verschiedene Arbeitsprozesse von mir sehen kann. Man kann auch mir Fragen stellen. Natürlich am liebsten auf der Patreon-Seite, dass eben andere Leute das dann auch sehen können und nachvollziehen Ja, können und ja. nicht eine Frage 10.000 Mal daneben gestellt wird. Und ab $5 bekommen die sogar eine Postkarte von mir zugesendet. Ab $10 dann international, also das andere ist eben europaweit. Kommt natürlich eben auf den Versand und auf die Versandbedingungen an. Und ja, da, und ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt gar nicht im Kopf, ist ein bisschen peinlich, aber man kann auch ab einer gewissen Summe eben eine Arbeit von mir ja, erhalten, dann ab dem Jahresabschluss praktisch. Und da wäre es natürlich ganz schön, wenn mich Leute unterstützen könnten, Okay. zumindest ab $2. Ich meine, das kann ja eigentlich jeder entbehren, wenn er eben Interesse hat daran, wie Ja. ich meine Bilder aufbaue, Fragen stellen kann zu allen möglichen Sachen und Arbeitsschritten oder ich auch irgendwas zeigen kann. Also ich habe auch kein Problem damit, Videos zu drehen dafür. Habe jetzt zwar keine professionelle Ausstattung, aber deswegen eben nur $2 im Monat. Ja. Nee, da brauchst du gar nicht rechtfertigen, auch wenn es $5 wären, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne ja so deine Arbeitsdokumentation, weil dann ja auch gar nicht so wenige bei Facebook auch frei zugänglich, zumindest für deine Facebook-Freunde eben auch zur Verfügung stellst. Das ist wirklich extrem interessant, auch jetzt mal weg von den tiefen Inhalten, weil es ja auch handwerklich total interessant ist, wie du arbeitest, und Ja. man so eben auch sehen kann, wie deine Bilder eben nach und nach entstehen. Ich glaube, jeder, der da einfach grundsätzlich Interesse dran hat und deine Arbeit eben auch verfolgen will und deine praktische Arbeit, dem kann man nur wärmstens ans Herz legen, direkt im Anschluss an die Sendung Patreon aufzusuchen und da auf deinen Namen zu klicken. Ich habe das oder werde das
eben auch unter diesem Video verlinken. Unterm Live-Video steht es jetzt schon und ich, Ja, vielen Dank. das, nein, nichts zu danken. Sonst müssen wir uns jetzt gegenseitig immer danken, das lassen wir vielleicht von vornherein schon. Auch wenn das Video hochgeladen wird, ihr findet dann unten in dem hochgeladenen Video in der Beschreibung auch eben nochmal den Link. Sonst ist es aber, glaube ich, auch nicht schwer auf Patreon nach Claudia Kark suchen. Müsste man dich auch Ja, eben, finden, oder? genau. Genau. Ja. Also einfach hin und 2 € im Monat kann nur wirklich jeder entbehren, der sich für Kunst interessiert. Also bitte, ja. Wird Zeit. Ja, liebe Claudia, ich habe sehr genossen, mit dir zu plaudern. Ebenso. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in irgendeiner Form, ich habe immer mal gesagt, das sage ich jetzt auch gerne hier in der Sendung, wenn ich bei dir unten in der Gegend bin, du kommst aus einem hessischen, dass man mal vorbeischaut. Ich würde gerne deine Werke auch mal eben nicht nur fotografiert sehen, sondern auch im Original und vielleicht auch mal sehen, wie du arbeitest. Wäre mir Ja, sehr dran gelegen, dass wir uns dann da vielleicht mal begegnen. Kann ich auch meine Kamera mitbringen? Ich mache was und dann kannst du es ja vielleicht auch verwenden für Patreon. Vielleicht kann man das ja auch so machen. Ne? ja, sehr gerne. Ja, Im herzlichen. Live sind die ja noch mal ganz anders. Also momentan habe ich auch in Hamburg, möchte ich mir jetzt noch mal gerade einfließen Ja, lassen, oh eine gut, Ausstellung, ja. die noch bis 4.3. geht. Und da sind meine zwei Venen, also Venus-Darstellungen eben Es ist Venen die Mehrzahl von aufgehängt. Venus? Venen oder Ich habe keine Venusse? Ahnung. Nee, wahrscheinlich nicht. Venusse vielleicht. Aber ich habe es jetzt einfach mal so als Scherz eingebaut. Ja. Okay. Bis 4.3. ist ja nicht mehr ganz so lang. Wo ist die Nee, Ausstellung da eben. genau? In Hamburg in der Fabrik der Künste. In der Fabrik der Künste in Habe ich auch alles verlinkt. Hamburg. Hast du. Tausendmal. Ja. Super. Ich würde vorschlagen, dass wir uns gleich noch im Chat sehen. Da kannst du zumindest irgendwie reinschlüpfen, falls jetzt heute, was ja bei dieser Sendung noch nicht immer so ganz klar ist, auch Live-Zuschauer dabei waren. Im Anschluss an die Sendung geht es dann noch Fotomove Forum, nennen wir das vielleicht mal, dann im Chat. Und da kannst du zumindest schriftlich tippend antworten. Ich Alles glaube, klar. wenn du dein Handy irgendwie richtig einrichtest, kann man dich da auch dann sehen. Aber da musst du irgendwelche Freigaben erteilen. Das ist mir auch Ja, nicht wenn du genau der alten bekannt. Frau erklärst, wie das geht, Der alte Mann dann soll kann der ich. alten Frau erklären, wie es geht. Dann Genau, kommen wir nicht ja. weiter, glaube ich. Das, wir können ja gleich mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja Ja, wenn gemeinsam nicht, tippe hin. ich. Genau. Ja, dann sage ich zu dir schon mal herzlichen Dank fürs Dagewesen sein und wir sehen uns gleich im Chat. Okay. Und ich blicke mal auf Vielen Dank. meinen Zettel. Gerne, sehr gerne. Was gibt es zum Schluss noch zu sagen? Ach ja, den Chat habe ich schon angekündigt. Die nächste Folge. Ah, die kommt auch wieder. Also die nächste Folge Fotomove Live, nächsten Freitag, wieder 20 Uhr. Dann zu Gast der Grafikdesigner Uwe Lux, der sicherlich was ganz anderes macht als die Claudia. Also der ist eher so, ich sage mal, ganz positiv gemeint, Gebrauchsgrafiker, Webdesigner und Buchillustrator. Also da werden wir so ein bisschen vielleicht auch über den Berufsalltag des modernen Grafikers hier sprechen, sicherlich auch sehr interessant und auch wieder ein ganz anderer Aspekt zum Thema Kunst und Kultur. Ansonsten, wie immer, der Hinweis, weil ich sehe immer, dass mittlerweile gar nicht so wenig zuschauen, aber alle vergessen immer auf die entsprechenden Button zu drücken. Also bitte liken und abonnieren und verlinken, was das Zeug hält. Und wer, ne, ich habe ja eher ältere Zuschauer, zumindest so alte Säcke wie mich, wer nicht versteht, wozu das gut ist, ist einfach dazu gut, dass das Video sich mehr verbreitet. Und ja, es ist, wäre schon schön, wenn immer mehr Leute zuschauen und wenn das mit dem Wachstum der Zuschauer auch letzten Endes so bleibt, wie es bis jetzt war. Ja. Damit wäre alles gesagt. Wir sehen uns gleich im Chat. Und hat mich sehr gefreut. Wie immer, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.